Heute war der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung in Deutschland. Aber viele haben davon gar nichts mitbekommen. In Berlin und München zum Beispiel ertönten gar keine Sirenen, da es dort gar keine mehr gibt. Über die Warn-App des Bundes Lina kam erst 31 Minuten später in Berlin der Alarm überhaupt erst an, während in Hamburg zur selben Zeit bereits die Entwarnung da war. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe räumt einen Fehler ein. Das Konzept sei auf eine reine Auslösung durch den Bund und nicht durch die Länder und Kommunen abgestimmt. Da hatten wir wohl nochmal Glück gehabt, dass es eine Probe war und kein Ernstfall. Das Cell-Broadcast-System, wie es zum Beispiel vom nationalen Warnsystem der USA benutzt wird, wäre deutlich besser. Hierbei wird eine Nachricht an jeden Nutzer und jede Nutzerin geschickt, welches sich in der Funkzelle befindet. Das Warnsystem in Deutschland wird über Satelliten betrieben und soll unverlässlicher sein, was dieser Test bewiesen hat. Der Probealarm soll ab sofort jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Psychologen warnen davor, dass vor allem Kriegsflüchtlinge und ältere Menschen durch das Ertönen der Sirenen traumatisiert werden könnten, da es sie an zum Beispiel Bombardierungen erinnert. Ich finde auch, dass es modernere Wege gibt, die Bevölkerung zu warnen, als über Sirenen, welche ein Großteil nicht einmal verstehen. Zum Schluss kann man sagen, dass die Verantwortlichen hoffentlich aus diesem Tag lernen und die Warnsysteme auf den besten Stand verbessern. Immerhin hängt am Ende unsere Sicherheit davon ab.